Die Corona-Pandemie betrifft mittlerweile alle Bereiche unseres persönlichen Lebens. Doch wie hat sich die Krise eigentlich auf die Dynamiken in unserer Gesellschaft ausgewirkt? Können wir von einer neu gewonnenen Solidarität sprechen oder sind es eher neue Egoismen, die wir in den letzten Wochen beobachten? Ich glaube, dass die Corona-Krise viele Defizite offengelegt hat. Defizite eben in Solidaritätspolitik. Ich glaube, dass uns allen bewusst geworden ist, wie wenig zum Beispiel Fürsorgearbeit geschätzt wurde und wie wenig das im Zentrum stand, wie das eh schon vereinsamte Schicksal eigentlich von Hochaltrigen aussieht. Ich glaube, dass all diese sozialen Säulen unserer Gesellschaft, die nicht unbedingt im Berufsalltag stehen und deswegen im Zentrum unserer Gesellschaft, dass die immer zu vernachlässigt worden sind. Und deren auch Notsituation ist gerade ja offengelegt worden und sichtbar geworden. Und das jetzt zu bekämpfen oder da sich neu einzustellen, ist, glaube ich, die große Herausforderung in der Post-Corona-Zeit. Also hoffen wir natürlich alle, dass sich eben nicht nur Egoismen durchsetzen, sondern dass wir nun mit diesen Defiziten solidarisch umgehen. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach der Demografieeffekt bei der Bekämpfung der Pandemie in Deutschland? Ich habe mich immer schon gefragt, warum eigentlich etwas so Radikales wie in komplett Europa eigentlich der demografische Wandel in den öffentlichen Debatten kaum eine Rolle spielt. Ich glaube, es ist in der Corona-Krise sehr deutlich sichtbar geworden, dass der demografische Wandel eigentlich eben die Architektur unserer Gesellschaft auf den Kopf stellt. Wir haben bald ein Durchschnittsalter, das eben ins Seniorenalter irgendwie hineingeht. Und wir haben Infrastrukturen, die nicht auf diese Menschen und eben auch ihre Immunstärke oder Schwäche im Prinzip in sich bezieht. Wir haben Wege in den Städten, die zu lang sind. Das fängt schon bei so Kleinigkeiten an, wie die Dauer der Ampelphase. Wenn man eine Gesellschaft hat, die im Durchschnitt 20 Jahre alt ist, dann ist das Grün bei den Fußgängern einfach kürzer als bei einer alten Gesellschaft. Die Krankenhaus- und Fürsorgearchitektur ist besser gewesen als bei Nachbarländern, aber auch nicht so, dass wir zufrieden damit waren. Die Einsamkeit bei Hochaltrigen nimmt extrem zu. Das hat viel mit mentalen Krankheiten zu tun, mit Herz-Kreislauf-Risiko, mit Diabetes. Die Einsamkeit als mentaler Faktor irgendwie wirkt sich deutlich aus auf die Gesamtmortalität. Und solche Dinge müssen ins Zentrum. Und ich glaube, was wir auch extrem unterschätzen, ist einfach eine agile Infrastruktur hinsichtlich einer Pflegearbeit. Wir reden bei einer Pflege immer sehr radikal von irgendwie stationär, ambulant. Manche Menschen brauchen aber vielleicht einfach mal eine Computerhilfe, damit sie einfach digital irgendwie sich anders irgendwie kommunizieren, ausdrücken können und so gesellschaftliche Teilhabe haben. Sie brauchen eine ganz andere Alltagshilfe, vielleicht beim Einkaufen, andere Mobilitätswege. Und ich glaube, dass der demografische Wandel einen extremen Faktor in unserer Gesellschaft ausmacht, was eine Umstellung auf die Zukunft angeht und dass das jetzt Vorrang haben muss. Der Klimawandel wird von Forscherinnen und Forschern auch als Katalysator für die Verbreitung von Viren wie Covid-19 gesehen. Vor allem Viren, die sich von Tieren auf Menschen übertragen, werden durch ein verändertes Klima besonders beeinflusst. Denken Sie, dass wir in Zukunft eine schärfere Klimapolitik brauchen, um solchen Ausbrüchen entgegenzuwirken? Ich bin niemand, der jetzt bei der großen Klimaschutzkrise im Prinzip, die vor Corona öffentlich irgendwie öffentlichkeitswirksam offensiv besprochen wurde, der das jetzt ummünzen möchte und quasi die Corona-Krise dazu instrumentalisieren will, auch in Klimaschutz irgendwie mehr zu investieren. Aber es ist eben wissenschaftlich dargelegt, dass es eine Kausalität gibt. Und die Kausalität hat etwas damit zu tun, dass eine Resilienz auch in zum Beispiel europäischen Industriestädten, was damit zu tun hat, wie breit Straßenschluchten angelegt sind, wie sauber die Luft dort ist. Es ist grundsätzlich so, dass man bei einer höheren Biodiversität eine andere Resilienz hat, dass irgendwie Tiere seltener krank werden oder eigene Immunstärken ausgebildet haben. Und es hat auch natürlich was damit zu tun, das ist für mich der Hauptfaktor, dass eine offensive Klimaschutzpolitik ja auch etwas damit zu tun hat, dass gerade ärmere Länder oder Regionen nicht von Umweltkatastrophen betroffen sind. Und gerade auf anderen Kontinenten, wo die Infrastruktur nicht so modern aufgebaut ist wie bei uns, kann es dazu führen, dass Klimaschutzkatastrophen oder Naturkatastrophen da sehr schnell basale Infrastruktur zerstören. Und wenn kein sauberes Trinkwasser da ist und keine medizinische Vorsorge vor Ort ist und man da eben nicht auf irgendwie in ärmeren Regionen irgendwie effektiv gegen solche Epidemien vorgehen kann, dann ist das natürlich auch ein globales Risiko.
Und darum glaube ich, dass eine der richtigen Schlussfolgerungen aus dieser Corona-Krise ist, dass man mit einer ökologischen Offensive auch besser Herr werden kann von solchen Vireninfektionen. Vielen Dank, Diana Kinnert. Gerne.